Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Princess Peach Showtime. Heute haben wir eine Kung Fu Show vor uns. Das wird mega krass. Wir werden wieder unsere Drachenfaust und unsere Drachenkick im King Lotus Stil hier präsentieren und den Gegnern auf die Schnauze hauen. Ja, das ist legit das, was passieren wird. Bei einer Kung Fu Sage. Ich würde einfach sagen, direkt, let's go. So eine kurze Frage, was ist das für ein Großmeister? Ist einfach so, dass seine Kinder entführt werden und rennt nicht mal selber hinterher. Alles muss man hier selber machen. Es sah hier schon so verdächtig aus. Also ich teste ja auch generell da immer die Ecken. Doch. Lasst ihn zurück, dann kann ich ihn verdreschen. Na? Drachen-Salto-Kick. Wie gefällt er euch? Oh, in die Richtung kann man auch treten. Ihr denkt mich zu umzingeln, bringt euch was? Gegen den Drachen Lotus, die habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Da flog einer offenbar um die Welt. Will mich da dran hängen. Ein Kind gerettet. Gern geschehen. Das Ding hatte ich schon von unten gesehen. Ah, so etwas. Danke für die Münzen. So, wer wird jetzt zurückgelassen? Oh, du schon wieder. Ja, komm. Feuerdrachen tritt. Du weißt nicht, wann du genug hast, ne? Sonst noch wer? Mein Fuß ist hungrig nach mehr von euren Gesichtern. Mit denen habe ich irgendwie Probleme. Auch bei der Probe hatte ich mit denen Probleme. Hat er denen noch den Boden weggerissen?
Pam. Muss ja gar nichts machen. Außer hier natürlich zu posieren. Guck mal, der ist auch bereit. Geld, das Wichtigste auf der Welt. Ja, ich sehe, du bist immer noch bereit. Pam. Er war bereit. Kind gerettet. Okay, ich könnte dem anderen sowieso nicht hinterher rennen. Erstmal hier gucken natürlich. Guck gerade hier in die Wege ab, ne? Ich will bestimmt erst da hoch. Das ist doch bestimmt irgendwas Geheimes. Wieso hat er sich an dem letzten Ding nicht festgehalten? Ich habe die geheime Geldkammer gefunden und bin zu Link geworden. Und einen Stern gab's auch. Gebt das Kind frei. Nein, hast du nicht. Oh nein! Der dunkle Schattenstil. Frisst die einfach selber. Flammendrachen-Kombo! Kung-Fu-Schleife. Damit können wir dann jetzt den Kung-Fu-Funkli retten gehen. Oh, den haben wir ordentlich eine mitgegeben. Das wurde ein Talebild hier. Na gut, dann gehen wir eben kurz ins Untergeschoss, ne? Gucken, wo der Funkli jetzt genau ist. Hier oben rechts ist er. Er sieht auch bereit aus für den Kampf. Die Faust der dunklen Schule.
Drachen, Lotus-Stil gegen dunkle Faust-Stil. Was ist stärker? Das finden wir bei der nächsten Show heraus. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Show wieder. Da retten wir dann den Kung-Fu-Meister-Schunken-Fugli. Bis dann. Ciao.